Hallo und herzlich willkommen auf Renjas Backwelt. Heute bereite ich einen saftigen Apfelblechkuchen mit Buttermilch und leckeren Streuseln zu. Dieser Apfelkuchen passt einfach zu jedem Anlass und ist super einfach und schnell gezaubert. So, dann geht es jetzt direkt zu den Zutaten und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Zuerst bereite ich die Streusel zu und dafür nehme ich 250 Gramm Mehl, 120 Gramm kalte Butter, 120 Gramm Zucker und einen Teelöffel Zimt. Und hier verknete ich alle Zutaten, also das Mehl, die Butter, den Zucker sowie den Zimt zuerst mit den Knethaken und anschließend mit der Hand, bis Streusel entstehen. Die Streusel stelle ich dann kurz zur Seite, denn die benötige ich gleich erst wieder. Für den Apfelkuchen nehme ich 500 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, 500 ml Buttermilch, 180 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 4 Eier und 4 bis 5 große Äpfel. Die Äpfel werden geschält, entkernt und in ca. 1,5 cm dicke Scheiben geschnitten, die ich dann nochmal in der Mitte durchschneide. Dann bereite ich den Teig zu und dafür verrühre ich zunächst die Eier mit dem Zucker sowie den Vanillezucker schaumig. Und nun rühre ich die Buttermilch hinzu. Das Backpulver vermische ich zuerst mit dem Mehl und rühre anschließend das Mehl-Backpulver-Gemisch nach und nach in die Masse. So, der Teig ist nun fertig. Jetzt fülle ich ihn in ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech, das die Größe von ca. 30 x 40 cm hat und verstreiche den Teig gleichmäßig. Anschließend verteile ich die Äpfel auf den Teig. Zum Schluss verteile ich noch die Streusel auf den Kuchen und dann geht es bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 40 bis 45 Minuten in den vorgeheizten Backofen. So, die Backzeit ist um. Ich habe den Apfelkuchen schon komplett auskühlen lassen. Nun bestreue ich noch mit Puderzucker und dann ist er auch schon servierbereit. Und natürlich schneide ich noch das allererste Stück für euch an, damit ihr sehen könnt, wie lecker er aussieht. Der Apfelkuchen ist super saftig und schmeckt noch am nächsten Tag. Probiert ihn mal aus. Ich hoffe, das Rezeptvideo hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Däumchen da lassen oder ein kostenloses Abo, denn dann verpasst ihr auch kein Rezeptvideo mehr von mir. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.